Bargeld. Gehe nie ohne aus dem Haus. Ja, damit können wir vielleicht schleimige Beamte bestechen. Ich. Du willst das etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das. Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Vielleicht. Bist du ein raffiniert verkleideter Kontaktmann? Vielleicht. Seid ihr die Freelance Police? Ja, aber erzähl es nicht jedem weiter. Ich finde ihn niedlich, Sam. Darf ich meinen Tennisschläger mit seinen Barthaaren bespannen? Vielleicht später, Max. Jetzt brauchen wir erst einmal die Anweisungen des Commissioners. Oh ja, richtig. Entschuldigt, Jungs. Ich habe die Anweisung sicherheitshalber verschluckt. Aber ich kann sie nicht wieder hochwürgen. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Das kann ich nicht aufheben. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Ach. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist das Teufelszahnweh, Max. Stop! 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 Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Ich glaube, ihr könnt rein.
Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben. Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Bringt kein dummes Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? Ich habe etwas gewonnen. Sie passt perfekt. Thank you.
Hey, Kirmes-Typ. Was? Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Hey, Kirmes-Typ. Was? Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus deinem Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Fundsachenzelt. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Habt ihr etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Sie müssen mit unglaublichen magischen Fähigkeiten ausgestattet worden sein, die ihre körperlichen Mängel wieder wettmachen. Schlechter Tausch. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Wartet hier, während ich mal das Lager durchwühle. Nun, dies ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fanden, Gott, alles euch. Ich fühle mich wieder vollständig.